Bring Azurian's fire. Ach, was machen die Avalorna denn da? Grauenhaft. You need me to have been granted access to the hall. Lord of the Glade. Ashe to Art. The Hunter traitor stands. Azre, you have been granted. In Tuat Valis Melu. Highborn, the woods of Athaloran welcome you. Deliver your message. Unthinkable. Misguided. No. Ich glaube, 4000 hatte ich vorhin schon, ne? Interessant, so. Sind wir bei minus 7000. Proud son of Athaloran. Let the bell scream, scream. Was haben wir hier denn Schönes? Hat er denn das Hauptding ausgebaut? Nein. Natürlich nicht. Das können wir noch aufbauen. Ja, jetzt mal kurz nachdenken. Hier haben wir die Reiter, Bogenschützen und Nahkampf. Das heißt, wir brauchen hier sicher nicht Nahkampf. Zusätzlich. Ah, ne, dann. Lord of the Glade. Die Armee ist sie brauchbar? Ist sie nicht brauchbar? Jetzt schon schön gelevelt. Die ist gut, den wir brauchen. Richtungshauptmann. Oh, das will ich nicht. Waldläufer. Schon auf Goldstufe. Uns hat sie schon mega gut ist. Wir könnten Karak Askaras könnten wir theoretisch vernichten. Wäre eine Möglichkeit. Oder wir lösen die ganzen Konflikte, die es hier noch gibt, nicht wahr? Wie viele Konflikte sind das denn? How can I assist you? Begin your journey. Hier gehen wir hier. Dann ich bin heute ein bisschen bestraft werden. Na, wir machen das. Wir treffen die. Ach, das ist okay. Muss es nicht. Can I offer assistance? Going forth. I go then. Setzen uns da mal schnell rein. These are dark times. Wir behalten die hohe Strafe, die wir hier haben, behalten wir. Für die müsste ich ein paar Zwerge töten. All hail Kurnos. Ein Pfadschleicher. Erst nach denen raus. Kosten alle nur Geld. Das Geld, was ich nicht habe. There can be no vanity. Himmel her. What would you have with me? I away.
Die nehmen wir mit. Die schicken wir. Obwohl, ich könnte auch die andere nehmen. Wollte ich eigentlich hier runter schicken zu dem hier. Naja, das machen wir trotzdem. Wir behalten sie. Haben wir noch einen Helden, der nicht bewegt ist? Mein Gott. Welche Helden hast du denn? Orders? Glade Lord, at your service. Also gut, weiter geht's. Hoffen wir, dass die Skaven uns nicht zusammen angreifen, sonst wird's ein bisschen knackig. Werde mich wahrscheinlich sogar zurückziehen, weil zwei große Skaven-Armeen, je nachdem was drin ist. Ja, genau. Ich mach mal zuerst, ich mach mal einen Rückzug, dürfte gehen. Das ist nicht geil. Er hat's nicht eingenommen. Die haben nämlich Blitzangriff, das heißt, wir können die Armeen einzeln angreifen. Konföderation sind eingegangen. Okay, das Reikenland ist noch größer geworden, dadurch, dass sich das Hochland ihnen eingeschlossen hat. Das heißt, das Imperium wächst erheblich. Ist für uns natürlich gefährlich, wenn sie sich gegen uns stellen. Wenn wir mit ihnen verbündet sind, ist das aber gut. Das ist ja eigentlich das Ziel der Sache. Wir machen mal eine Waffe, wenn es gibt hier. Schussstärke. Jetzt kommt das, was ich meinte. Er wird fliehen. Wenn aber beide Armeen kriegen, dann kann ich allzu weit weggehen. Ich hoffe es, dass sie beide kriegen. Harmony Harmony shall reign. Strength in mercy. Nestra Arahan. Das werden wir wahrscheinlich Brutschrecken. No! Blame you, you! I refuse doom. Ariel's will triumph. Das war ein bisschen knapp, aber es ist klar. Hurry it up! Ja, ich würde sagen, Krieg hat sich gelohnt. Wir nehmen hier zu guter Letzt höhere Verstärkungsrate. Das ist das allerletzte. Sie sind Stufe 40, weiter geht's nicht mehr. Waldes ist eine passive Fähigkeit, sicherlich gut. So. Meine dritte Armee ist finally ready. Ready to run, ready to fight, ready to kill the enemy. Hat die halt Elfenross und Hirsch hat er gemacht. Das ist ein typisch NPC. Typisch NPC. Ich werde ihn so oder so löschen, von daher. How can I assist you? Proud son of Athel Lauren. Lord of Athel Lauren, your request is reasonable. Ja, das wächst jetzt ordentlich, das ist sehr, sehr gut. Aber wenn die super heftig im Minus sind, dann können wir das Problem da oben noch lösen. Dann haben wir hier vorerst mal alle Probleme wieder gelöst. Feuerresistenz für alle Elfen. Chance auf magischen Einkommen nach der Schlacht. Waffenstärke, Waldtrag, Einheiten und Reittier.
das mal hier. Hast du die Ents erschaffen, um gegen Saruman anzutreten? Ja. So ist es. Lady of Athelloran. Proud daughter of Athelloran. Your orders are acceptable. What? Greetings. All you survey are loyal to me, so I advise caution. Affirmative. What? My hand hovers close. Ich brauche dieses Bündnis dann. No. Mach das Bündnis mit den Menschen. Ich will auf gar keinen Fall gegen die Menschen da Krieg führen. Auf gar keinen Fall. Sitzen ist nicht gut. Gar nicht gut. Hey Karl, grüß dich. Spielt Warhammer, ich vertrödel die Zeit. Ach Quatsch. Bist du jetzt da? To talk to them, Nestra. Nein, ich will die Bretonen nicht angreifen. Sie drin keinen Sinn. Warum sollte ich etwas tun? Das Kark verstehe ich absolut. Wir machen das hier für ein paar Runden, weniger Kosten. Hocheffizient, logischerweise. Also. These are dark times. Wir rutschen hier kurz rein, damit wir hier nachher mit fast voller Stärke angreifen können. Du machst dich auf den Weg, ne? Weißt warum? These are dark times. I acquiesce to your request. This is rank madness. No mercy. Und nix vollständig gestorben, das ist sehr gut. Wir besetzen auch das hier, auch weil es hier wieder einen Hafen gibt. LOL. Gibt sogar einen guten Hafen. Besten. Oh, hier sind sogar 10 Leute drin, die das dann verteidigen. Das ist nett. ...2745. Wir haben gar nicht mehr so viel Minus seit... Awaiting duty. If we must. When do we fight? Only when necessary. Delicious ambush. So, hier, die Ents laufen Richtung Saruman. Ich kann bei ihr es einfach. Wir hören einfach rein, was noch da ist. Ah, das ist ein Admiral. Sie hat das, das und das noch. Also im Prinzip hat sie nicht mehr viel. Die schlagen sich hier ganz gut. Wir müssen also nicht mehr allzu viel machen. Sieht aktuell sehr gut aus. Ich bin sehr froh. Ja, ich bin sehr froh. So, hier, zack. Kampagnenreichweite auf Kampagne 15 oder feindliche Armee in der Runde in dieser Region. Egal, aber Reduktion der Nachladezeit plus 20% für Kriegsfalkenreiter, alle Armeen. Let's go.
Dann haben wir die Seuche, verringert sich dadurch die Truppenstärke. Ja. Eine Skaven-Seuche ist da ausgebrochen. Okay. Nagarond kämpft jetzt gegen. Kommt es denn dazu? Marienburg und Lyonese verstehe ich ja noch, aber Ritter von Origo und Artois? Sehr weit weg. Die sind unten in der Wüste. Nein, nein, Artois nicht, aber die Ritter von Origo. Gut, vielleicht haben sie alle ein Bündnis gehabt, nicht? Fraktion vernichtet. Unterhalt für alle Elfen, überbrennende Körper. Ja, er hat's getan. Scheiße. Das werden wir selber kämpfen müssen, weil so viele drin sind. Ja. Das Risiko ist mir hier zu hoch. Obwohl, wir können es mal testen. Nee, es ist mir nicht wert. Am Ende läuft alles schief, weil da Leute gestorben sind. Rattenpest. Die Rattenpest. Genau. Exactly. Hier. Eigentlich nur vier gefährliche Bogenschützen. Natürlich immediately drüber fliegen. Oh, hast du zu gut Magie dabei zu haben hier. Töte die Hexe da. Lady of the Clay. Understood. Oh, ich hab da die Kante getroffen. Dämlich, dämlich, dämlich. Magie, meine Damen und Herren. Ich sag doch, in jeder Armee muss man mindestens einen Zauberer dabei haben. Wenn man die Magie effektiv nutzen kann, macht einen gewaltigen Unterschied. Außer man ist Zwerg. Wenn man Zwerg ist, kann man nichts machen. Die haben keine Magie. Alle anderen? Immer einen Magier mitnehmen. Immer. Wenn's geht. Ich wollte nur mal sagen, echt gemütlich hier wieder. Dankeschön. Das freut mich sehr. Dankeschön, Altonia. Dankeschön, Mann. So, wir besetzen das auch, einfach, dass wir die gesamte Linie hier haben. So, zack, zack, zack.
Merken Sie? 39 hier, also. Noch zwei Level, dann ist sie Max. Geht nicht. Ich meine aber das hier. Ja. So, also. Die, das Schiff beunruhigt mich etwas. Und dass sie hier das eingenommen haben. Sie haben hier hinten durch alles zerstört. Das heißt, wir werden jetzt hier versuchen müssen, alles zurückzuholen, was geht. Immerhin hat er hier eine einigermaßen starke Armee drin. Ich gebe davon aus, dass hier irgendwas platt gemacht wird. Und wir dann in eine etwas schwierigere Situation kommen. Das mal so formulieren darf. Mal gucken, was machbar ist. Hallo! Serene Nestra. Tempestuous Arahan. Serene Nestra. Tempestuous Arahan. End their threat. Muss ich Skaven hier unbedingt killen? Nehmen wir gleich beide, oder? Nein, die Dryaden sind gestorben. Nein, die Dryaden. Dryaden, nein, meine Dryaden. Nur weil ich so gierig war. Meine Dryaden. Oh ja. Da ist drum. Awaiting bloodshed. Ich glaube, es sind nur zwei noch bei den Skelken. Träumender Ring. Drei. Ja, aber ich will den. Ich will was ändern. Ich will den träumenden Ring. Kann ich den dir geben? Ich muss dir den wegnehmen. Tut mir sehr leid. Aber so habe ich hier die Möglichkeit, ihn zu heilen. Und über den Widerstandstrank kann ich ihn heilen. So können wir ihn immer ein bisschen hochheilen, falls muss. Ich bin mir auch überlegen, ihm den zu geben und dafür hier einfach auf Reinigung, so gut es geht, zu gehen. Ich kann auch ihnen ja theoretisch Reinigung. Nur ihr. Plus 1 Unverdorbenheit haben wir aktuell hier drauf. Kurz gucken, ob das bei den anderen auch so ist. Highborn! Jetzt natürlich nicht nachgucken. Danach kann ich kurz rausnehmen. Plus 2. Hatte ich ihr das nicht gegeben? Doch. Das hat wohl keinen effektiven. Wohl keinen wirklichen Effekt. Ich kann aber gucken. Vielleicht irgendwo. Richtung Gegend. Öffentliche Provinz. Ihm die Waffe zu geben, ist doch ein bisschen töricht. Gut. Dann können wir nichts mehr machen. Keine Bewegung mehr. Hier können wir auch nichts mehr machen. Keine Bewegung mehr. Könnt eigentlich, obwohl ich habe hier sie, ne? Ich bin versucht, noch ein paar Kämpfer da hinzuzufügen. Infanterie, aber. Das Problem ist, dass die alle nicht gut im Nahkampf sind. Dass die super schnell alle tot sind im Nahkampf. Ein paar Bäume oder doch ein paar Drachen. Dankeschön, Kaffee. Also. I see the winds. You need me?
Na, wir schauen mal, was jetzt passiert. Naja, die habe ich vergessen. Ah, kacke, wenn ich die vergessen habe, habe ich die oben auch noch vergessen. Oben noch das andere. Obwohl, ist egal, dann können sie noch eine Runde regenerieren. Die waren eh geschwächt. Ah, hier ist noch eine Siedlung. Oh, das haben sie auch erfolgreich eingenommen, sehr gut. Die Armee von hier ist eins runtergerutscht. Den Schrein werden sie wahrscheinlich auch schnell kriegen. Dann gehen wir eigentlich nur noch abreißen. Wir gehen nachher, wir laufen hinten rum und reißen nur noch ab. Also zwei Gründe. Einer davon ist, dass wir da eine Konföderation eingehen können, wenn wir genug abgerissen haben. Mit ihnen hier. Uiuiui. So. How can I assist you? These are dark times. Das war aber close. Aber wir haben es gewonnen. Achso, er ist gestorben. Glade Lord, oh, at your service. Ancients, bless my steps. Dann nehmen wir raus. What would you have of me? Ich bin gerade am überlegen, was denn sinnvoll ist. Alle Armeen fraktionsweit. Schwarzweben. Ich bräuchte hierfür ja eigentlich einen speziellen Kommandanten. Und zwar Lehre der Schatten und Lehre der Magie, damit ich diese Slots belegen kann. Ne? Armee des Kommandanten, 10% Rettungszauber. Apotheose. Alle Armeen fraktionsweit wäre natürlich gut. Also wenn Schwarzweber hier noch einen Einzug hält, Waffen. Du liebst und genießt meinen Total War Let's Plays. Das freut mich super, super fest zu hören, Mann. Dankeschön. Das geht. Jetzt die zum Beispiel nicht. Also von denen hier kein einziger. Es muss ein Magier sein. Wir nehmen eine Schattenmagierin. Die wir zusammen mit einer Lebensmagierin kombinieren. Nee. Geht zuerst hier voll darauf. Ich will zuerst die Kosten komplett runtersenken. Ach, sie kann auch auf einen Riesen, ah, das ist ja. Listen. How may I help? Um zu heilen. Bogenschützen und alles kommt später dazu. Eldrazor,
Hat sie schon. Dann mache ich das hier. Maeda Antion Rukna. Oh, das wird ein Spaß. Ich freue mich drauf. Endlich können wir die Bäume einsetzen. Chat, lebt ihr noch? Ich weiß, ihr seid alle entspannt im Lurker-Modus, aber machen wir mal kurz einen Pieps, dass ich weiß, dass ihr noch da seid. Auf YouTube, wenn ihr es guckt, dürft ihr gerne einen Kommentar schreiben. Genau jetzt. Ja, Ploing. Bin am Üben. Ploing, Ploing. Eben erst eingeschaltet, hallo, hallo. Gut, Pieps, Pieps, alles klar, alle da, sehr schön. So. Meine Herren. Meine Ents. Unser Magier. Hat zwei Fähigkeiten, sich selber zu heilen. Wir haben... Sie. Und die zwei. Die jeweils auch hier. Spielherrschaft minus Schaden. Und selbstverständlich auch meine Bogenschützen. Würde ich wirklich von hier angreifen? Wenn ich hier noch Leute aufstelle, habe ich ein Problem. Wie greifen wir von hier an? Jetzt kommt das, was ich eigentlich meinte. Dieser Zauber kostet 5, ne? Kann ich aber zum Beispiel auch auf den Mauern einsetzen. Kostet bei ihm übrigens nur 2. Also eigentlich nichts. Ein Apfel und ein Ei. Wenn so will. Jetzt machen wir hier einfach. Boom. Magie! It is everywhere! And everywhere it makes boom! Das ist genau das, was ich meine. Treten Sie ein, treten Sie näher. Wir haben den mal hoch hier. Setzen wir seine Fähigkeit noch auf den Baum hier ein, dass der auch nochmal hochgehalten wird hier, wie man sieht.
Ich schieß dazu noch drauf. Ja, gerade noch einen Erfahrungspunkt gekriegt. Ja, das ist die Armee mit ziemlich viel Magie. Bei ihm kostet der Zauber nur 2. Müsst euch das mal überlegen. 2. 2. Das ist nix. Das ist halt einfach nichts. Dafür, dass es doch ein echt starker Zauber ist. Na, wir setzen das auf. Ich breite mich einfach mal Richtung Norden aus. Immer noch das, wenn sie zaubern, sind sie schneller unterwegs. Ob ich meine Mütze wieder brauche? Nee, aktuell ist gerade gut. Ich will jetzt den Zugang zum Wasser haben. I refuse doom. They cannot remain a threat. Das hier dürfte, glaube ich, ihre letzte Siedlung sein. Can I offer assistance? Starting out. My power. Das hatten wir ja schon gemacht. Ah, finally. Ist sie weitergekommen. Dann wirkt sich ja verbündet in Reichweite aus. Physische Resistenz ist das. When do we fight? Only when necessary. So. Gucken wir kurz, wie es uns mit dem Reichenland geht. The Celestial College implores that I hear you. I remain unconvinced. Wir könnten noch gegen die Weltenwanderer Krieg führen, aber ich habe das Gefühl, dass das keine gute. Die Halbmonde, Agarond. Absolutely not. Wir machen so, dass ich ihn in viele Kriege verwickle, die ich so oder so auch führe. By Sigma, no. I'll ignore that. Weil wenn ihr beide den gemeinsamen Feind, einen gemeinsamen Feind haben. No. Also mein letztes Angebot. Not in my name. Gegen einen kleineren Feind, den ihr auch beide haben. I don't agree with that. A fool's action. Naja gut, es verbessert sich aktuell noch. Alaria, I bid you well. The hunter, you may speak. See to what? Ich weiß nicht, wie groß sein Reich ist. Eigentlich müsste ich auch mal hier runter, um zu gucken, was da momentan Sache ist. Wir haben das, das, das und das. Die zwei fehlen noch. Das fehlt noch. Das hier kriege ich easy, ohne groß Krieg anzufangen. Das hier wahrscheinlich auch. Hier werden wir ein Problem haben, wegen den Zwergen. Nee, nein, nein. Ich dachte, jetzt habe ich was. Aber nein, das ist, glaube ich. Skegi wurden vernichtet. Ja, Gott sei Dank.
Das heißt, dass meine hochelfischen Verbündeten jetzt auf andere Sachen konzentrieren können. Wir lehnen die Audienz ab. Der faulige Geruch von Ungeziefer schwängert die Luft, mein Herr. Ja, das tut es immer. Riskiert keine Schwächung eurer Herrschaft durch die Skaven. Ergreift Maßnahmen, um der Verbreitung ihrer gequiekten Lügen unter euren Anhängern Einhalt zu gebieten. Attack! Battle! A regrettable necessity. They must know this order. Zugang. Mehr Zugang. Is it time? I will hear what you have to say. Wir machen 1800 nur schon durch diesen Handel, wenn er zustande kommt. Kommt nicht zustande. Verschlechtert sich aktuell the wieder Celestial mit dem. The Celestial College implores that I hear you. I remain on it. Defender of truth. Only a fool underestimates his adversary. All right. Ludicrous. Queen of welcome to the court of the Everqueen. God. The time is now. Guardian of the guards, stay your weapons. I will see to it. Was meinst du? Ich verstehe dich so schlecht. What vile filth! Valiant Defender of the Everqueen. State your business quickly. Your kind are not welcome here. As you say. Sehr nice. Unverdorbenheit plus 4. Lokale Provinz. Also ich könnte hier eigentlich immer grün machen. Ich könnte theoretisch ihnen dann diese Waffe geben. Weil das in Kombination theoretisch funktionieren würde. Ja, wir machen das. Die haben die Chaoswaffe nun. Gebe ich dir nämlich den hier. Dass die Bogenschützen in der eigenen Armee noch mehr Schaden machen. The work of a true artisan. She won't even use it. Ist hier auch in den Griff. Feuerresistenz für Elfen. Was haben wir denn hier? Verlust. Unverdorbenheit, fraktionsweit. Ja, das ist auch nicht. Diplomatiebeziehungen plus 10 mit Dunkelelfen. Oh, ich könnte auch eine gute Beziehung mit Dunkelelfen. Entfernter Feind wird dadurch auf mich auf. Wir machen das mal. Damit wir hier mal hinkommen zu der Unverdorbenheit. Ich glaube, ist ganz klug. Klug. Spellweaver of Athel-Lauren. FUS speaks to me. Eldrazor, honor me.
Wir haben so viel Geld, dass ich mir am Überlegen bin, tatsächlich noch eine Armee zu stampfen. Mach das sogar. Unverdorbenheit negiert Korruption nicht, wenn du 4 raus und unverdorben hast, steigt die Korruption mit. Ah, echt? Das ist ja doof. Aktuell ist noch Unverdorbenheit plus 1. Ich gucke nachher mal, vielleicht habe ich irgendwo noch andere Fähigkeiten drin, die das trotzdem irgendwie kriegen. Ah, nee, das ist auch eine Dings. Ich kann auch angreifen, anders geht's nicht. Weil sie eine verbesserte Verteidigungsanlage gebaut haben da. Obwohl auch das schnell gehen dürfte, sind hier wieder 4. Wir zaubern wieder das Zeugs aus dem ihnen aus dem Leibe. Ja, da gehen sie hin. Sind die Waldelfen neu? Also sie sind überarbeitet, ja. Entschuldige, grüß dich. Die sind überarbeitet. Sein, dass er mir das hier dann gleich wieder wegreißt. Und die Skaven haben irgendwo noch. Glaub, sie haben. Ah, ne. Das ist, glaube ich, das letzte, was sie haben. Dann sind die Skaven finally tot. Ich dürfte auch das nämlich weggehen.
proud daughter of Athel Lauren. Your request is reasonable. Holy crap. Die auch nochmal ein Schiff. Holy crap. Ja, das letzte, was er noch versucht. Versucht noch ranzuholen, das geht. Aber das ist das Ende, mein Freund. Das Ende. Ja, Clan Rictus ist vernichtet. Huch. You know who we are? They know, sister. Diese Menschen kämpfen wollen. Warum? Warum sollte ich das wollen? On behalf of the Mage Queen, you are. Der nicht angespackt, wie wir endet. Los. Twin defenders of the glades. Eljan Krastia. Chaos-Korruption und Unverdorbenheit steigt beides. I weave the living forest. The waker of trees. Wir wechseln hier kurz, dass ich die Bäume hin und her schieben kann. Growth and life. Im Prinzip, dass ich hier drei davon baue, die jetzt hier oben schützen. Listen to the sounds. Listen. Forest Shaper. Wieder auch da rein. Auch wenn die Zauber bei denen ein bisschen teurer sind, aber der Ansicht, dass sich trotzdem lohnt. Auch noch. Ich glaube, zwei Armeen übersteigert die Kapazitäten, die ich finanziell habe. Aber wir werden so handhaben, wie wir es bis jetzt immer gehandhabt haben. Wir sind zwei Minus. Wir ziehen aber durch. I weave the living forest. Highborn, Lady of the Azray. Lord of the Azray. What? Shield the traitor stuck. Glade Lord, this is Athel Lauren. We have an accord. Salmon.
Das hat sich nach wie vor noch. Honor before glory. These la- Valiant Lord. No evildoer may receive the blessings of the Lady. Dark are these times, and dark my mood. Naturally. Sigma's will. Deliver your... Ja, gut. Ah ja, die habe ich vergessen. Ah ne, dann habe ich die auch vergessen. Das noch anzugreifen hier oben. Abzureißen. Die Schreine hier will ich nämlich alle vernichten, wenn ich nämlich die ausraube und abreiße. Da geht mein Handelsweg hin. Ah ne. Schneiderstamm. Da könnte ich vielleicht meine Vorteile daraus ziehen. Meinen Vorteil. Den, dass ich ihm das Angebot mache, auch gegen die zu kämpfen. Eure Eroberungen erfüllen die Herzen eurer Feinde mit Furcht, o mächtiger Herr. Die Weisesten unter ihnen wissen, dass das Schicksal auf eurer Seite ist. Das... You will kindred never to kiss. Battle! Ob man die Ritualsiege austauschen kann, das weiß ich nicht. Ich weiß das Mensch. Also warte mal kurz. So, damit wir uns mit denen zusammenschließen können. Überfall oder reiße Siedlungen ab. Das heißt, im Prinzip habe ich auch die Möglichkeit, es zu überfallen und dann noch abzureißen. Würde aber beides gehen, ja? Mal gucken. Harmony shall ja, oh damn. Aerial grants clemency. When do we fight? Only when necessary. Muss mir das abgewöhnen. Home to perfection. A pointless trinket. Davon. Überall. Überall Baller der Armee aus dem Boden. Ja. Sieht's hier aus? I am ready.